WDR 5. Neugier genügt. Mit Sabine Brandy. Und Ingrid Matthäus-Meyer, Juristin, Politikerin, Bankerin und Atheistin. Guten Tag, willkommen bei WDR 5. Wie gottlos sind Sie? Guten Tag, Frau Brandy. Ich bin insofern gottlos, als ich nicht an einen personalen Gott glaube. Das nennt man Atheismus. Ich bin aber zugleich Agnostikerin. Das bedeutet, wenn jetzt nachgewiesen werden sollte, was allerdings über Jahrhunderte nicht gelungen ist, dass es doch einen Gott gibt, dann wäre ich gerne bereit, das anzuerkennen. Ich will auch nicht andere Leute missionieren, dass sie alle Atheistin werden. Ich möchte nur, dass ich selber als Konfessionsfreie nicht dauernd durch Regelungen der Kirchen, die der Staat unterstützt, gestört werden in meinen Grundrechten. Sie sind in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Hat das St. Hildegardis-Gymnasium in Duisburg irgendwas falsch gemacht? Nein, gar nicht. Ich gehöre nicht zu denen, die irgendwie furchtbaren Schaden erlitten haben. Das gibt es ja auch, weil sie sehr, sehr restriktiv erzogen worden sind, auch sexuell gar nicht. Aber einfach während meiner Zeit im Studium, das war so zu Beginn des Studiums, ich war etwa 20, begann ich einfach nicht mehr daran zu glauben, dass es einen personalen Gott gibt, der mich geschaffen hat und der, wie heißt das so schön, der aufpasst, dass der merkt, wenn mir ein Haar vom Kopfe fällt. Das fand ich alles unrealistisch. Und ich habe mich dann sehr stark darum gekümmert als Juristin, was haben eigentlich die Kirchen, die in unserem Lande ja in der Verfassung genannt sind, in dem Sinne, es gibt keine Staatskirche einerseits und andererseits, jeder hat Religionsfreiheit, das bedeutet auch frei von Religion zu sein. Was haben die Kirchen eigentlich tatsächlich für Einflussmöglichkeiten, die mich oder Krankenschwestern, die zum Beispiel in der Diakonie arbeiten wollen oder Lesben an der Stelle, oder aber wenn ich den Bischof von Limburg durch mein Geld, allgemeines Steuergeld, nicht durch Kirchensteuer, der wird auch von meinem Steuergeld bezahlt. Wenn ich das alles sehe, dann wende ich mich dagegen und engagiere mich. Zu den Personen, zu den Beispielfällen kommen wir gleich noch. Ich bin noch einen Moment bei Ihnen. Mhm. Sie haben Ihre politische Heimat seinerzeit spektakulär gewechselt von der FDP zur SPD. Aber bei den Sozis durften Sie den Arbeitskreis der Laizisten auch nicht gründen. Ne? Das ist ganz richtig. Ich war immer eine Sozialliberale und bin es auch heute. Und deswegen war ich darüber sehr empört, als Helmut Schmidt von der FDP gestürzt wurde. Habe dann wieder mein Richteramt angenommen, mein Mandat niedergelegt und dann fragte mich Willy Brandt für die SPD zu kandidieren. Nun ergab es sich auch da nicht so sehr, denn ich war Vorsitzende vom Finanzausschuss und da hat man nicht ununterbrochen mit Kirche und Staat zu tun, obwohl ich natürlich sehr deutlich gemerkt habe, weil die Kirchensteuer eine sogenannte Annexsteuer ist. Sie wird erhoben auf, als Zuschlag, prozentualer Zuschlag auf die allgemeine Lohn- und Einkommensteuer, dass die Kirchen sich immer massiv eingeschaltet haben in alle unsere Steuergesetze, weil sie meinen, sie hätten ein Recht, da auf die staatliche Gesetzgebung einzuwirken. Sie sind im Jahr, in dem auch Willy Brandts Geburtstag gefeiert wurde, nochmal zu den Zeiten, 2010 war das, dass dieser Arbeitskreis dann auch bei den Sozialdemokraten nicht möglich war. Genau. Gilt eigentlich bei der FDP noch Ihr 40 Jahre altes Papier von einer freien Kirche in einem freien Staat? Das müssen Sie natürlich besser FDP-Leute fragen. Aber es gilt formal, aber Sie haben es in die Schublade gelegt und haben gar nicht gemerkt, dass dieses Papier freie Kirche im freien Staat aktueller ist als je. Mhm. Übrigens, dass auch bis weit in die Kirchen hinein diese Forderung nach einer weitgehenden Trennung von Kirche und Staat auch von sehr christlichen Menschen unterstützt wird, sieht man daran. Meine Mitkollegin, die damals gefochten hat für dieses Papier, war Lieselotte Funke, eine führende FDP-Frau. Mhm. Sie war aber in der EKD, also in der Evangelischen Kirche Deutschlands, als Synodale, ich selber als Konfessionsfreie. Und Sie sehen, wenn zwei Frauen von den verschiedenen Ecken kommen, für das gleiche Thema kämpfen, dass es eben nicht nur gut ist für die Konfessionsfreien, sondern auch für die in der Kirche. Deswegen auch die Überschrift Freie Kirche, denn die Kirchen werden natürlich freier, wenn sie nicht so eng verbandelt sind mit dem Staat. Geht der Einsatz für eine Trennung von Staat und Kirche in Deutschland nur außerparlamentarisch? Was meinen Sie? Im Moment leider noch. Es gibt natürlich im Bundestag durchaus eine ganze Menge Abgeordnete, überwiegend natürlich bei SPD, Linke und den Grünen, die sich für eine stärkere Trennung einsetzen. Aber leider ist es so, dass die Parteispitzen doch sehr klerikal ausgerichtet sind. Ich habe die Tage eine Überschrift
Überschrift gesehen oder eine Übersicht. Da war das ganze Kabinett abgebildet und sie waren alle in einer Kirche und mindestens die Hälfte waren auch Funktionäre in einer Kirche, also im ZK der Katholiken oder bei der IKD. Und das hat mich doch sehr überrascht und das halte ich auch für falsch, denn sie spiegeln damit in keiner Weise wider, dass mittlerweile fast 40% aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland nicht in einer Kirche sind und die haben eigentlich auch das Recht darauf, dass man sich ein bisschen mehr um sie kümmert. Ich habe es mal so formuliert, wenn die Konfessionsfreien mit ihren knapp 40% selber eine Konfession wären, dann wären sie größer als die Protestanten, die haben nämlich nur noch 29%, und größer auch als die Katholiken, denn die haben auch nur 29% der Bevölkerung. Also etwas mehr Rücksicht auf die, die nicht in der Kirche sind, das ist das Ziel. Ich bin zum Beispiel auch am Staunen gewesen, als ich von einer die Bild-Zeitung verlassen habenden Kollegin gehört habe, dass man in die Bild-Zeitungschefredaktion überhaupt nur kommt, wenn man katholisch ist. Das war mir auch neu. Also die der Einfluss von Kirchen, so wie Sie es gerade geschildert haben und wie ich es dann erfahre, ist doch heftig oder sagen wir mal ist, klug gesetzt. Deswegen finde ich es gut, dass wir Sie in der Redezeit haben, Frau Matthäus-Meyer, um über den Einfluss der Kirche. Ich wusste das übrigens nicht. Ja, da habe ich Ihnen mal was erzählt. Heftig ist ja nur nett ausgedrückt. Das finde ich ja ganz unerträglich. Ne? Aber ja. Nun gut, das ist ein privater Verlag. Das ist schon schlimm genug. Aber wenn der Staat das noch etwa im kirchlichen Arbeitsrecht in den Sozialeinrichtungen aktiv unterstützt, dann geht das wirklich nicht mehr. Ihr dürft konfessionslose Bewerber nicht benachteiligen. Das hat das Berliner Arbeitsgericht heute dem Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung per Urteil attestiert. Das Evangelische Werk wird in die Berufung gehen. Werden Sie das Ergebnis aufmerksam verfolgen? Ich werde das Ergebnis aufmerksam verfolgen, weil ich ja aufgrund dessen, dass wir festgestellt haben, in der Politik tut sich da im Moment nur sehr wenig, obwohl ich mal sagen werde, irgendwann gibt es auch einen Arbeitskreis säkulare Sozialdemokraten, da bin ich ganz sicher. Also dazu mache ich so lange Politik, um mich zu wissen, das kommt. Ich verfolge das und ich unterstütze auch Menschen, die sich dort engagieren. In Berlin war ich nicht engagiert, aber zum Beispiel ein Fall eines Arztes im Frankfurter Raum, der hat sich beworben in einem evangelischen Krankenhaus, hat früher schon als Praktikant in einem anderen gearbeitet, ist also wirklich tief bewegt von Werten und die Kirche hat ihn offiziell abgelehnt. Nee, wenn er nicht evangelisch sei, dann könnte er da nicht Arzt werden. Ich unterstütze also zum Beispiel einen solchen Mann, dass er auch vor Gericht geht. Ja, Sie ärgern sich über Fälle, wo Kirchen arbeitsrechtlich so viel Macht haben. An welcher Stelle sehen Sie die kirchliche Argumentation eigentlich als dürftig an? Also wenn wir zum Beispiel mal das Argument nehmen würden, die Kirche sagt, das Selbstbestimmungsrecht ist für uns grundgesetzlich verbrieft. Was entgegnet Ingrid Matthäus-Meyer? Da ich nun Juristin bin, habe ich sofort den Zettel in der Hand oder ich hoffe, dass ich es auch im Kopf habe. In Artikel 137 der Weimarer Verfassung, die Leute werden sagen, wieso Weimarer? Dieser Artikel ist wie andere Kirchenartikel aus der Weimarer Verfassung durch Artikel 140 des Grundgesetzes Teil des Grundgesetzes geworden. Gleichrangiger Teil. Mhm. Da steht also drin, jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Von Selbstbestimmung steht da überhaupt gar nichts. Richtig ist, es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1985. Dort ist das Wort gefallen, aber hier steht es eben nicht und deswegen hoffe ich, dass sich die Rechtsprechung ändert. Also nicht Selbstbestimmung, sondern ordnen und verwalten, das ist ja offensichtlich ein Minus. Und ja. Zweitens steht da, innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Da gibt es zum Beispiel, Sie sehen, ich setze sehr stark auf die Rechtsprechung, ein Urteil des Landesarbeitsgerichtes in Hamm. Immerhin ein wichtiges Gericht. Das hat festgestellt, als die Diakoniearbeitnehmerinnen einen Streik gemacht haben gegen die Diakonie in Bielefeld wegen schlechter Bezahlung. Da ist die Diakonie zum Gericht gelaufen, hat gesagt, Gott kann man nicht bestreiken. Also sollte auch nicht Gott bestreikt werden, sondern Diakonie. Da hat dann in der ersten Instanz die Arbeitnehmervertretung verloren. Und in der zweiten Instanz, in einem sehr bemerkenswerten Urteil, hat das Landesarbeitsgericht Hamm eben gesagt, hier steht, im Rahmen, in den Schranken des für alle geltenden Gesetzes, es gibt Artikel 9 unserer Verfassung, das ist das berühmte Streikrecht
Und selbstverständlich, wenn Sie für Notdienstvereinbarungen sorgen, also da soll ja keiner krank liegen bleiben, dann dürfen auch Diakoniemitarbeiter streiken. Ein wichtiges Urteil. Leider ist es beim Bundesarbeitsgericht in Kassel nicht ganz so gut gelaufen, aber immerhin, Verdi hat gewonnen und sie werden weiter am Ball bleiben. Ich hoffe also sehr stark, dass die Rechtsprechung Stück für Stück das eine oder andere Unerträgliche ändert. Würden Sie denn sagen, dass Sie sich durch solche Urteile jetzt nach dem Betriebsverfassungsgesetz richten müssen oder noch nicht? Nein, nach dem Betriebsverfassungsgesetz müssen Sie sich noch nicht richten. Ich habe eben das Streikrecht genannt, denn da gibt es nach wie vor einen Paragraphen, der besagt, dieses Gesetz, das Betriebsverfassungsgesetz, findet keine Anwendung auf die Religionsgesellschaften und ihre karitativen Einrichtungen. Da merkt man, dass die Kirchen darauf setzen, dass die große Masse der Menschen und auch der Zuhörerinnen und Zuhörer nicht weiß, dass dieses Gesetz relativ neu ist, nämlich erst seit 1952. Bis dahin galt etwa in Weimar natürlich das hieß damals Betriebsrätegesetz, das galt natürlich auch bei Diakonie und Caritas. Das ist erst unter der Adenauer-Regierung eingeführt worden, übrigens gegen den heftigen Widerstand der SPD. Ich habe die alten Papiere nachgelesen. Da stand zum Beispiel drin, dass ein SPD-Abgeordneter sagt, ja, wenn doch dieser Paragraph kommt, dass das nicht gilt, dann würde das in einer großen Klinik in Essen bedeuten, dass für Hunderte von Menschen von jetzt auf gleich die Rechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz nicht gelten. Das kann ja wohl nicht sein. Also, hier ist es ganz einfach. Man kann diesen Absatz 2 des Paragraphen 118, da steht das drin, Betriebsverfassungsgesetz, streichen. Dann gilt der Absatz 1 und der gilt für die Arbeiterwohlfahrt, für den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Das bedeutet, diejenigen in diesen Einrichtungen, die ganz nah an der Spitze sind, man nennt die Tendenzträger, Die mit dem Verkündigungsauftrag. Die sollen natürlich entsprechend Mitglied der Arbeiterwohlfahrt sein. Und das ist auch klar, dass ein Pfarrer nicht sagen kann, jetzt trete ich aber mal ganz schnell aus der Kirche aus. Aber das sind von den 1,2 Millionen Menschen, die betroffen sind in Kirchen, Diakonie und Caritas, lassen es uns 100.000 bis 200.000 sein. Aber doch nicht für den Gärtner, für die Putzfrau, für den IT-Menschen, für den Arzt, der soll heilen und nicht verkündigen, für die Krankenschwester, die soll pflegen und nicht missionieren. Das heißt, für die große Masse der Menschen würde das nicht gelten. Und dann würde für die Diakonie und die Caritas das Gleiche gelten wie für die Arbeiterwohlfahrt, die ganz nah an dem Auftrag sind. Da kann die Kirche sagen, die müssen sich entsprechend verhalten, aber doch bitte nicht für die große Masse. Schauen Sie mal, was hier in Königswinter stattgefunden hat, in dem berühmten Fall der Kindergärtnerin. Die hat ihren Mann verlassen, nach 20 Jahren Ehe ist zu ihrem Freund gezogen. Eine beliebte Kindergärtnerin in Königswinter. Wir haben darüber berichtet, ja. Ganz genau. Das war mein Wahlkreis, deswegen kenne ich das sehr gut, der ist gleich um die Ecke. Und da hat die Kirche gesagt, das sei ein Ärgernis und hat ihr gekündigt. Übrigens, wie das dann so manchmal ist, ich finde das so unwürdig. Sie haben ihr gesagt, wenn du nach Bonn ziehst, da wissen die Leute nicht, dass du bei deinem Freund wohnst. Dann darfst du in Bonn am Kindergarten bleiben. Und da hat sie sich gewehrt und hat gesagt, sowas tue ich nicht. Dann haben sie ihr gesagt, du kannst aber deine Ehe auflösen. Es gibt vielleicht einen Grund, warum dein erster Mann, was weiß ich, der hat das nicht gebracht oder wie. Hat sie sich auch gewehrt und gesagt, wir haben uns geliebt, nur nach 20 Jahren ist das nicht mehr. Und dann hat Meißner gekündigt und da hat dann die Gemeinde Königswinter gesagt, wir wollen doch mal prüfen, wie viel Prozent zahlt eigentlich die katholische Kirche zu diesem Kindergarten, an dem ein Schild steht, katholischer Kindergarten. Und siehe da, es stellte sich raus, null. Mit 0 Euro Beitrag, 100% Oberhoheit über das Privatleben der Kindergärtnerin. Da hat sogar die Mehrheit des ansonsten recht schwarzen Rats der Gemeinde St. Königswinter gesagt, da wird der Vertrag gekündigt. Die Kindergärtnerin ist geblieben mit einem neuen Träger. Und das ist in Ordnung. Und das ist auch keine Ausnahme, denn dass das kirchliche Sonderrecht gar nicht durch kirchliche Finanzierung gerechtfertigt ist, ist sehr verbreitet, oder? Das ist sehr verbreitet und leider nicht bekannt.
bekannt. Den Kirchen ist es gelungen, den Eindruck zu erwecken, sie bezahlen das alles. Da gibt es ein juristisches Wort für, das hat sich so eingebürgert, die sogenannte Caritas-Legende. Legende heißt, dass der Eindruck vermittelt wird, Krankenhäuser, Pflegeheime, Altersheime, Kindergärten, das zahlen die Kirchen aus der Kirchensteuer mitnichten. Ich habe das sehr genau geprüft und die Fachleute sagen das auch, etwa der entsprechende Fachmann des Episkopats in Köln, Herr Feldhoff, sagt das ganz offen, zum Beispiel Krankenhäuser. Soweit sie Investitionen finanzieren müssen und im Bedarfsplan des Landes, im Krankenhausbedarfsplan stehen, kriegen sie die Investitionen bezahlt. Und was die Pflegekosten angeht, das wissen wir, das zahlt die Krankenversicherung oder vielleicht aus einem Zusatzvertrag der betreffende Patient, in dem man ein Bettzimmer hat und so etwas. Also keine Rede davon. Deswegen war das ja so besonders empörend, dass als diese junge Frau, die in Köln vergewaltigt worden war, nach einer Notärztin zu zwei Krankenhäusern geschickt wurde zur Nachuntersuchung, dass die weggeschickt haben mit der Begründung, nein, sie seien kirchliche Krankenhäuser und mit sowas könnten sie sich nicht beschäftigen. Da hat sich dann zwar Meißner entschuldigt, aber erst ist es mal so geschehen und das ist eben der Hintergrund des sogenannten kirchlichen Arbeitswegs. Man nennt es auch dritter Weg, weil er ganz anders ist als der normale zweite Weg der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung in Deutschland. Ich bin noch einen Moment bei dem Paragraphen 118, den Sie eben genannt haben, wo es eigentlich nur von Adenauer einen zwei reingefügten Absatz zu streichen gilt. Trauen Sie der Großen Koalition zu, einen Absatz im Paragraphen des Betriebsverfassungsgesetzes zu streichen? Zutrauen würde ich es ihr, aber ich bin sicher, Sie werden es nicht tun in dieser Legislaturperiode. Ja, ich hatte ja schon anfangs gesagt, dass die meisten doch sehr, sehr engagiert in den Kirchen sind, sogar dort Funktionäre sind. Ich glaube nur, dass wir das Ganze Stück für Stück machen können, indem, ich sag das mal so, und deswegen bin ich dankbar für dieses Gespräch, indem die Leute wissen, was da stattfindet und fast alle haben im weiteren und näheren Bekannten- oder Verwandtenkreis ähnliche Fälle miterlebt. Am 1. Mai war ich auf dem, also am Tag der Gewerkschaften, Tag der Arbeit, in Köln bei der großen Veranstaltung und da ging ich bei den katholischen Arbeitnehmern vorbei, die hatten da einen Stand. Und da sagte ich habe hier meinen Flyer, meinen Zettel, wo drin steht, also auch dort müssen die Grundrechte gelten in kirchlichen Einrichtungen. Wir sind ja nicht immer einer Meinung. Und bevor ich weitersprach, sagten die, Frau Matthäus Meyer, wir kennen Sie. Wir sind in dieser Frage voll inhaltlich Ihrer Ansicht. Das geht so nicht weiter. Das muss sich ändern. Und deswegen hoffe ich Stück für Stück, dass durch Information und dadurch, dass die Menschen sich wehren, zum Beispiel vor Gericht, und dass sie natürlich auch ihre örtlichen Abgeordneten informieren und überzeugen, dass sich da was tut. Die Finanzierung, die Sie eben angesprochen haben, die oft in der Bevölkerung gar nicht bekannt ist als Nullfinanzierung. Was wird denn tatsächlich finanziert mit dem, was an Kirchensteuer abgeführt wird? Was ist denn da der größte Posten? Überwiegend die Angestellten in der Kirche, wobei das hohe Personal nicht dazu gehört. Das ist ja auch etwas, was erst so richtig bekannt geworden ist durch den Fall des Bischofes von Limburg. Vielleicht darf ich das eben erwähnen. Ich lese in meiner örtlichen Zeitung Generalanzeiger. Also das sei doch eine Frage der Kirche und nicht der Andersdenkenden, ob der Mann da nun zu viel Geld ausgibt und so weiter und so fort. Und da habe ich einen Leserbrief geschrieben, nee, das ist zwar eine Frage der Kirche, aber auch eine allgemeine, denn Leute wie ich, die nicht in der Kirche sind und die 40%, die ich nannte, die zahlen das Gehalt von diesem Bischof mit, genauso wie den Bischof von NRW, Herrn Meißner, der wird eingestuft nach B11 wie ein Staatssekretär, das wussten die Leute nicht und das ergibt sich aus den Staatsleistungen, die seit 1803, ich habe mich nicht versprochen, 1803 bezahlt werden dafür, dass unter napoleonischer Zeit den Kirchen der Besitz ihrer Güter, der meisten Güter, entzogen wurden. Dafür bekamen sie eine Entschädigung. Und dann hat der Verfassungsgeber 1919 gesagt, diese Staatsleistungen sind abzulösen. Das kann ich nun verstehen. Sie haben nun 116 Jahre kassiert. Und jetzt sind wieder über 90 Jahre ins Land gegangen und der Gesetzgeber tut das einfach nicht. Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Ja. Also es gibt einen gesetzlichen Auftrag, diese öffentliche Finanzierung von Kirchenmännern zu stoppen. Also ich lese einfach den Artikel 138 der Weimarer Verfassung.
über Artikel 140 im Grundgesetz und dort ein Teil, die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Gesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf, da das über die Länder geht, übrigens nicht in Hamburg und Bremen, und Sie sehen, da geht das Leben auch weiter, ohne dass die Kirchen zugrunde gehen. Dieser Auftrag, und aus dem Geld werden vielleicht überwiegend das kirchliche Personal ganz oben bezahlt, Bischöfe, Erzbischöfe, Kanoniker. Im bayerischen Landeshaushalt konnte man das sehr schön nachlesen. In den anderen Haushalten ist es so, dass es einfach versteckt ist in den sogenannten Dotationen. Im NRW-Haushalt steht Dotationen an die katholische evangelische Kirche, aber es steht fest, dass daraus eben auch Bischof Meißner bezahlt wird. Und dass Herr Bischof Meißner ein ordentliches Gehalt haben soll, ist gar nicht mein Thema. Aber bitteschön nicht aus meinem Geld, wenn er tags drauf sagt, so Leute wie die Matthäus Mayer, das seien ganz schreckliche Menschen. Mhm. Das heißt, Sie beobachten als Freundin einer freien Kirche, die getrennt vom Staat in einem freien Staat existiert, also jemand, der sagt Trennung. Sie beobachten, dass die Politik sich mal so und mal so verhält, die eine gesetzliche Regelung verschlampte 92 Jahre lang und andere gesetzliche Regelungen. Ist sie da schneller oder auch träge? Da ist sie auch durchaus schnell. Wobei ich nochmal sagen will, mir geht es nicht um blanke Theorie. Das sind ja Menschen, die als Lesben aus der Kindergarten in Neu-Ulm zum Beispiel rausgeworfen werden, weil sie ein Kind bekommen. Da sagt die Kirche, ach, jetzt sehe ich ja, du hast ein Kind bekommen und du bist ja als Lesbin, katholische Kirche. Das darfst du nach unseren Grundsätzen gar nicht. Sofort wird sie rausgeworfen und als sie dann dagegen klagt, gewinnt sie und dann macht man mit ihr einen Abfindungsvertrag. Das macht die Kirche dann meistens, die katholische, weil sie Angst hat, sie könnte verlieren. Aber das Wichtige ist, es betrifft ja Menschen, auch Leute wie mich. Meine Kinder kamen nicht in den katholischen Kindergarten in Königswinter vor 30 Jahren, weil der Pfarrer sagte, was, Sie sind nicht in der Kirche? Was wollen Sie denn überhaupt hier? Hier sage ich, weil es weit und breit keinen anderen Kindergarten gab. Das ist das Wichtige. Es betrifft Menschen ganz konkret und das darf man nicht hinnehmen. Es gibt das Argument der Kirche, Ingrid Matthäus Mayer, das lautet, wir sind doch bereit, über den dritten Weg zu reden. Das sagen sie, um Ruhe zu bekommen bei dem Thema, sind es aber nicht. Gerade die evangelische Kirche, der man nachsagt, sie sei in diesen Dingen liberaler, was übrigens zutrifft in Sachen, die wirft keinen Schwulen raus. Oder wenn jemand als Geschiedener wieder heiratet, dann schmeißt die den nicht raus. Aber sie müssen auch dort Mitglied der Kirche sein, wenn sie angestellt werden wollen. Sie sagt das und sie hat noch im letzten Herbst ganz schnell ein Kirchengesetz, so nennt man das, in der evangelischen Kirche verabschiedet, wo alles so bleibt, wo es ist. Und die Progressiven in der Kirche sind darüber zutiefst enttäuscht. Das mag von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein. Es gibt sicher liberale Pfarrer, die sagen, das lass mal so gehen. Und über Ostdeutschland, da finden sie niemand anders als Muslime, die zum Beispiel putzen im Krankenhaus. Aber ich habe ja den Diakoniemenschen im Panorama der großen Sendung gesehen, der beharrte darauf, auch die Putzfrau in der Diakonie muss evangelisch sein und da fasst man sich ja an den Kopf. Die Diskussion, ob das so bleiben sollte, haben Sie angestoßen und kämpfen dafür. Was muss man eigentlich wissen, wenn man Gerdia hört? Was ist das für eine Organisation? Gerdia ist eine Abkürzung, die steht für gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz. Wir sammeln weitere Beispiele, informieren, helfen auch im Zweifel, wenn es die Chance gibt, dagegen juristisch vorzugehen. Und da haben sich eine Menge Menschen, zum Beispiel die Giordano Bruno Stiftung, ein säkularer Think Tank, zusammengetan, um das, was wir heute haben, aktiv zu bekämpfen. Klingt so bösartig, das meine ich gar nicht. Jedenfalls dafür zu sorgen, dass sich das ändert, mit vielen Freundinnen und Freunden, die wir in beiden, auch ich in beiden Kirchen haben.
habe. Hm. Wir sind noch mal beim Thema Geld. Wahrscheinlich wird das auch in Ihrem Briefkasten landen, was Banken und Sparkassen derzeit verschicken, nämlich den Kundenhinweis, dass die Geldhäuser künftig die Religionszugehörigkeit abfragen werden. Fragen wir mal Sie, was tun Sie und wie werden Sie reagieren? Da haben wir gegen gekämpft, als wir das lasen, und hat der Bundesdatenschutzbeauftragte gesagt, das wäre skandalös, ein schwerer Verstoß gegen den Datenschutz. Und daraufhin hat man dann eingeführt als Gesetzgeber, dass die erst nachfragen müssen beim Bundeszentralamt, ob die betroffene Kundin das will oder nicht. Bei mir, bei meiner Sparkasse hatte ich jetzt auch den Zettel, aber ich fand es originell. Ich kriege nicht einen Fragebogen, wo ich sage, nein, ich möchte das nicht, sondern ich soll ins Internet gehen und da den Zettel suchen, und den gab es noch gar nicht. Das heißt, man erschwert es den Leuten, einfach ihrer Sparkasse, ihrer Bausparkasse, ihrer Bank zu sagen, ich will nicht, dass sie von meiner Kirchenzugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit erfahren. Warum sollte das überhaupt rausgekriegt werden? Ja, weil doch die Kirchen das genauso machen möchten wie bei der Lohn- und Einkommensteuer. Da steht es auf der Lohnsteuerkarte, und es ist nichts einfacher als die Kirchen, dass der Arbeitgeber und der Staat die Kirchensteuer für sie einziehen. Bei der Kapitalertragssteuer war das jetzt nicht mehr so einfach, weil ja der Staat und der Arbeitgeber gar nichts damit zu tun haben. Das machen ja die Institute, die Finanzinstitute. Und da haben die Kirchen gesagt, ach, manche Kirchenmitglieder zahlen jetzt gar keine Kirchensteuer mehr. Da muss ganz schnell der Staat mir helfen, haben dieses Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt und tatsächlich erreicht, dass die letzte Koalition, also Schwarz-Gelb, dies eingeführt hat. Ich finde das ganz unerträglich, aber mindestens konnten wir erreichen, dass die Leute sagen können, ich will das nicht. Ingrid Matthäus-Meyer, ich habe irgendwo gelesen, Sie hätten ein Motto. Und dieses Motto laute, es wäre von Erich Kästner und laute, an allem Unfug, der geschieht, sind nicht nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern. Sind Sie Ihrem Motto immer noch treu? Immer noch. Und deswegen kämpfe ich ja auch. Das war zu früh abgefahren. Wir sind noch verbunden mit Ingrid Matthäus-Meyer in Bonn in der Redezeit auf WDR 5. Sie haben gesagt, Sie freuen sich, dass Sie darüber sprechen können. Das heißt, Sie sind weiter mit langem Atem bewaffnet, um eine Trennung von Kirche und Staat einzustielen. Da haben Sie ganz recht, da braucht man wirklich einen langen Atem, denn auf der anderen Seite sitzen wirklich hunderte von hochbezahlten Kirchenjuristen, die versuchen, das zu verhindern. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich danke auch, Frau Brandy. Und wer diese Redezeit nachhören möchte, findet sie im Internet auf wdr5.de. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im